Hello Friends und willkommen zu meinem ersten Video. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast. Oh mein Gott, ich glaube, ich hätte niemals gedacht, dass ich heute an diesem Punkt bin und dass ich überhaupt dieses Video jetzt drehe. Das ist sowas von spontan und auch noch nicht, ob ich es hochlade tatsächlich, weil, you know, das gerade so ist, wie es ist. Aber ich brauche erstmal einen Sip von meinem Tee. Übrigens von meiner Lieblingstasse. Ich liebe diese Tasse. Ich habe die auf Fuerteventura gekauft und liebe sie einfach. Jetzt kommen wir zu Sachen. Also, warum ist dieses Video überhaupt hier? Wer bin ich überhaupt? Und um was soll es heute überhaupt gehen? Ich starte erstmal. Mein Name ist Kim. Ich bin 17 Jahre alt und leider unter einer Essstörung. Unter Anorexia nervosa und das schon seit ungefähr 4 Jahren. Ich hatte schon eine ziemlich lange Vergangenheit hinter mir mit mehreren Klinikaufenthalten. Auf diesem Kanal soll es rund um das Thema Essstörung gehen, über die Recovery, bis hin zu Lifestyle, Art, Fashion, Alltagsvlogs, aber auch irgendwelche Challenges, Seafood-Challenges und alles, was dazugehört und alles, was ihr euch natürlich wünscht. Falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, kannst du das gerne mal machen. Ich versuche hier irgendwo was einzublenden. Ich weiß selbst noch nicht, wie das geht, um ehrlich zu sein. Vielleicht folgst du mir auch schon auf Instagram und vielleicht wurdest du auch aufmerksam auf mich durch meine Klinikaufenthalte in der Schönklinik. Ich war ganze 2 Mal in der Schönklinik Bad Arolsen. Dazu mache ich vielleicht auch nochmal ein extra Video, wenn du willst, dann schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Keine Ahnung, ein Klinik-Q&A oder sowas, weil mir es damals persönlich echt viel geholfen hätte, hätte ich einfach mehr Informationen über die Klinik allgemein gehabt auf YouTube. Die Abläufe so sind, ob es mir was gebracht hat letztendlich, ob ich es empfehlen könnte. Und ja, also falls du Lust auf so ein Video hast, dann gib diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du mehr von mir erfahren willst und mich so auf meiner Reise ein bisschen begleitest. Jetzt machen wir erstmal einen Break und schieben jetzt erstmal alles zur Seite, denn jetzt geht es um dieses Video. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich hätte niemals gedacht, dass ich heute an diesem Punkt stehe, wo ich wirklich sagen kann, ich stehe hier jetzt und ich will so nicht mehr weiter. Ich will einfach nicht mehr weiter. Alle, die ähnliche Erfahrungen haben oder auch unter einer Essstörung leiden, kennen es bestimmt, dass man irgendwie in der Recovery ist, aber irgendwie auch in dieser Quasi-Recovery, in diesen zwei Welten hin und her schwebt. Entweder belügt man sich selbst, man ist einfach noch nicht bereit dafür, wirklich alles zu geben und die Vergangenheit irgendwie hinter sich zu lassen, oder man will tiefst im Innersten irgendwie doch noch nicht. Ja, die Recovery ist ein so unfassbar langer Prozess. Ich selbst stecke schon fast 4 Jahre da drinne jetzt und wow, wenn ich überlege, was für eine lange Zeit ich diese Krankheit in meinem Kopf hat, das macht mich einfach traurig und es macht mich wahnsinnig und ich will das einfach nicht mehr. So unglaublich viele Momente und viele Jahre habe ich einfach verplempert, irgendwie krank zu sein. Und ich habe einfach genug davon, die Kranke zu sein, die Dünne zu sein, die keine Kraft hat, die, auf die man aufpassen muss, die man sich sorgen muss. Boah, nein, was ist das? Ich habe genug davon, krank zu sein. Einfach da 100% raus. Und ich meine das so ernst, wie ich das in meinen ganzen 4 Jahren noch nicht getan habe. Ich weiß nicht. Ich hatte die letzten Wochen einfach wie so einen Lichtblick, würde ich sagen. Und ich finde, diese Momente sind so wertvoll, dass man sie einfach einfangen muss und genauer hinschauen muss. Weil das sind letztendlich diese Momente, diese Entscheidungsmomente. Und diesen Schritt, den ich jetzt gehen werde, ist so unfassbar groß. Und es zeigt auch sehr viel Mut, diesen Schritt überhaupt zu gehen, weil viele sich einfach nicht eingestehen wollen, dass sie einfach vielleicht noch zu sehr in der Krankheit stecken oder nicht richtig raus wollen. Und genau, bei mir ist halt eben dieser Punkt gekommen, den Weg für die Recovery eigentlich begonnen habe und mich auch fest dafür entschieden habe, diesen Weg jetzt zu gehen, mich gegen die Krankheit zu stellen, aber ich muss halt ehrlich zu mir selbst sein und in diesem quasi Recovery irgendwie so hin und her schwebe und irgendwie nicht ganz weiß, was ich überhaupt will und wer ich überhaupt bin.
Diese Essstörung kam ja nicht von irgendwo, sondern sie ist ja begründet, so wie jede Sucht eigentlich begründet ist. Und auch wenn du unter einer Essstörung leidest, dann hat diese einen Grund und es lohnt sich, genauer dahin zu schauen, weil nur wenn du die Wurzel behandeln kannst, kannst du auch das Symptom behandeln. Das restriktive Essen, Zwänge, alles, was dazu gehört, was die Essstörung von außen hergibt. Aber der Kern, der Ursprung liegt immer fest in dir drinne und du bist der einzige Mensch, der dagegen irgendwas verändern kann. Deine Familie kann nicht für dich essen, deine Freunde können nicht für dich essen, kein Therapeut, keine Klinik der Welt kann dir helfen, wenn du es nicht wirklich willst. Und das ist ein Appell an euch da draußen und auch an mich selber, jetzt Vollgas zu geben, 100% zu geben, denn das Leben wartet auf uns und ich will nicht länger krank sein. Ich will nicht die kranke kleine Schwester sein, die du jedes Jahr im Krankenhaus zu Halloween besuchen musst. Ich möchte nicht die sein, die sich am Weihnachtsmarkt kein Crêpe mit Nutella gönnen kann, weil sie einfach Angst hat. Das Leben hat so viel mehr für dich offen, als dein Kopf voll ist mit Essen, mit Zwängen, mit irgendwelchen Kontrollen. Hör doch einfach mal auf und hör dir doch wirklich mal zu, was du in deinem Leben überhaupt erreichen willst. So, wenn ich das so sage, dann meine ich nicht nur euch, sondern natürlich auch mich, denn ich weiß nicht, dieses Video hilft mir unheimlich viel, auch wirklich mir selber den Arschtritt jetzt zu geben und wirklich jetzt was zu verändern. Wie viele Tage habe ich schon verschwendet, in diesen Zwiespalt zu hängen? Entweder du entscheidest dich für dein Leben oder du entscheidest dich für die Essstörung und wirst dein Leben lang irgendwie unzufrieden sein. Ist es das, was du willst, Kim? Nein. Und ich glaube, du auch nicht. Gesundheit ist die Prio Nummer 1 und deswegen solltest du auf dich achten. Und das versuche ich jetzt auch. Ich habe eine Ausbildung hier gestartet, bin umgezogen von zu Hause, eigentlich direkt nach der Klinik. Für mich war es immer total schwierig, in dem Umfeld gesund zu sein, wo ich krank geworden bin. Jedes Mal, wenn ich von der Klinik nach Hause kam, hat mich zu Hause irgendwas gehalten, was mich wieder in meine alten Verhaltensmuster gesetzt hat. Das tue ich auch so vielen ans Herz legen, die irgendwie selbst da drin stecken und weiß nicht, macht einen Tapetenwechsel, Freunde. Das ist das Beste, was ihr wirklich tun könnt. Raus aus dem Umfeld ins neue Leben rein. Nach der ganzen Scheiße, die ich euch gerade erzählt habe und nach den ganzen Jahren, wo mein Kopf einfach explodiert ist mit meiner Scheißkrankheit, die ich irgendwie immer noch nicht im Griff habe. Ich bin 17 Jahre alt, kaufe immer noch Klamotten von der Kinderabteilung. Was ist los mit mir? Ich will das nicht mehr und ich will auch nicht mehr so leben. Und deswegen habe ich mich entschieden, all in zu gehen. All in. Was bedeutet all in für mich? Was ist der Begriff überhaupt und warum mache ich das überhaupt? All in ist sozusagen ein Überbegriff von einer Recovery, wo man sich wirklich zu 100% entscheidet, sich gegen die Essstörung zu stellen. Genau. All in ist sozusagen ein Überbegriff von einer Art der Recovery, wo man sich wirklich zu 100% dafür entscheidet, für sein Leben gegen die Essstörung handeln, essen, weil man Hunger hat, mentalen Hunger respektieren, extremen Hunger nachzugehen, so wichtig in der Recovery, mentalen sowie dem psychischen Hunger zu stillen, keine Regeln zu haben, keine Essensvorschriften und auch keinen Verzicht zu haben. All-in bedeutet außerdem, nach seinen Bedürfnissen zu gehen, Food Freedom zu erreichen. Das wünsche ich mir so sehr und wie schön wäre es denn, wenn man in 2-3 Jahren irgendwie Pizza essen gehen kann, ohne sich vorher Gedanken zu machen, wie viel Käse ist da drauf, wie viel Öl haben die verwendet, was habe ich davor gegessen, habe ich mich genug bewegt, wie viele Schritte bin ich heute gegangen, was ist meine Mutter, was ist mein Papa, esse ich am wenigsten? Leute, das sind alles so gestörte Gedanken und wenn du diese Gedanken auch noch hast, dann steh jetzt dafür ein, steh dazu. Ich bin nicht gesund von meiner Recovery. Ich habe schon so viel gelernt durch meine Klinikaufenthalte, durch die letzten Jahre, aber ich bin nicht gesund. Und ich möchte hier ganz ehrlich mit euch sein. Dieser Kanal entsteht auch wirklich zu 100% auf Vertrauensbasis. Ich möchte mit euch hier meinen Weg teilen. Ich hoffe, dass ihr mich dabei begleitet. Und yes, Friends, wir werden durch Höhen und Tiefen gehen. Und es wird nicht einfach. Aber Gott, warum soll es einfach sein? Wenn es einfach wäre, dann wäre es kein Kampf. Dieser Weg scheißhart wird, aber
Ich bin bereit dafür. Ich bin bereit dafür, alles zu geben, denn ich will mein Leben zurückhaben. Zu viel verpasst in meinem Leben. Ich will endlich wieder mein Leben zurückhaben. Ich will ein Leben mit Freiheit leben, eigene Familie gründen können, Periode wieder zurückbekommen. Ist auch so wichtig und ein so großes Ziel von mir. Ich will gerne reisen können um die ganze Welt. Ich will so viele tolle Dinge sehen. Ich will abends feiern gehen, mit Freunden in die Disco gehen, abends ein Pizza-Date haben oder I don't know was. Sich betrinken und dann um 3 Uhr nachts einen Döner reinpfeifen. Hast du alles nicht, wenn du so in dieser Krankheit drin bist und so diesen Zwang hast, alles zu kontrollieren zu müssen. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viel dazu zu sagen, wofür sich es als lohnt, irgendwie all in zu gehen, Recovery zu starten, weil ich glaube, jeder weiß irgendwie selbst, dass es so viele positive Aspekte gibt, gesund zu sein und ein Leben ohne Krankheit zu führen. Wenn man das als außenstehende Person eigentlich sieht, alle Leute denken sich bestimmt so, Alter, ist die komplett gestört? Oder warum macht die ihr Leben so kaputt? Warum? Was ist das in meinem Kopf, was mich irgendwie so klein hält, obwohl ich doch so groß sein kann? Ich habe Flügel zum Fliegen, aber warum benutze ich sie nicht? Ich habe eine unfassbar tolle Familie, aber warum tue ich mir das selber an? Und warum tue ich meiner Familie das an? Friends, ich gehe all in. All in. All in. Wir schaffen das, wir können das und let's do this. Boah, ich realisiere es noch nicht. Mein Kopf ist immer noch so, ja, komm, sagst du so einfach und nächste Mahlzeit ist am Start und du hängst wieder nur mit deinem frischen Essverhalten rum und was weiß ich. Nein, Friends, nein. Wenn nicht jetzt, wann dann? Du hast schon so lange auf diesen Punkt gewartet und jetzt machst du es verdammt doch mal. Dieses Video soll dir auch zeigen, dass du es schaffen kannst. Und ich möchte, dass du in ein paar Monaten, in ein paar Jahren dieses verdammte Scheißvideo anschaust, was eine ultra schlechte Qualität hat wahrscheinlich. Und einfach stolz auf dich bist, dass du einfach diesen verdammt großen und schwierigen Schritt gegangen bist. Ich möchte dich da draußen glücklich machen. Zeigen, dass es möglich ist. So Friends, es tut mir mega leid, dass diese Qualität jetzt so schlecht ist, aber ich muss jetzt leider mit was anderem weiterfilmen. Dieses Video ist sowieso komplett zerfallen und zerstört und durcheinander. Aber Freunde, der Punkt zählt, der Punkt zählt. Der Punkt ist, dass ich fucking all in gehen werde. Ja, Mann. Ich gehe all in. Ich gehe all in. Mal Spaß beiseite. Wir machen das, wir schaffen das. Wir gehen all in. Wir verbieten uns nichts mehr. Wir gönnen uns, auf was wir Bock haben. Komischen Zwänge mehr. Wir gehen nicht mehr morgens um 7 Uhr raus, um seine Spaziergerunde zu gehen? Nein, nein, Kim, das bist nicht du und das willst du auch nicht sein. Wenn du Bock hast, ein Buch zu lesen und wenn du Bock hast, wieder mal zu zeichnen, mein Herz, ich liebe es zu malen, aber diese fucking Essstörung, wow, das ist so traurig, bietet mir einfach, mich mal hinzuhocken, ein Buch zu lesen, irgendwas Entspanntes zu machen. Was ist das? Ich kann nicht mehr auf meine eigenen Bedürfnisse. Diese Krankheit existiert nur in deinem Kopf. Diese Krankheit kann kein anderer sehen. Deswegen kann auch keiner beurteilen, wie schlimm deine Krankheit ist, den Ausmaß deine Krankheit hat, wie gesund du bist schon wieder. Das kann keiner sehen. Eine Essstörung ist eine psychische Krankheit. Es ist egal, ob du im Untergewicht bist, ob du im Übergewicht bist, ob du im Normalgewicht bist. Essen ist nur das fucking Symptom. Restriktiv sein, Unterernährung sind alles nur fucking Symptome von dieser Krankheit. Ich werde wahrscheinlich nochmal ein paar Videos dazu machen, wie meine ganze Geschichte und vielleicht noch ein bisschen mehr zu der Krankheit. Aber if you know, you know. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, du weißt selbst Bescheid, wie beschissen diese Scheißkrankheit ist. Sorry. Boah, das schlägt mich jetzt schon wieder auf, Alter. Wir gehen into it. Wir machen keinen exzessiven Sport mehr. Ich gehe nicht draußen spazieren, wenn ich es eigentlich nicht will. Ich bin ein Hundefreund. Ich habe einen Hund und ich liebe es, spazieren zu gehen. Abgesehen von der Essstörung. Mache ich wirklich jeden Spaziergang nur, weil ich wirklich Bock drauf habe? Oder mache ich den aus Zwang? Diese Sachen immer wieder zu hinterfragen und genau zu analysieren, bin ich das jetzt wirklich gerade oder ist es meine Essstörung? Du Herr über dein eigenes Leben und du kannst entscheiden, wo lang es geht. Willst du ein Leben führen, wo du dich immer sozialisierst, wo du dich irgendwie nie mit Freunden triffst? All in bedeutet für mich einfach, wirklich frei zu sein. Es bedeutet für mich, entweder ganz oder gar nicht. Entweder ich schalte mich für mein Leben
oder ich entscheide mich für die Essstörung. All-in bedeutet definitiv, dass ich mich für mein Leben entscheide. Friends, worauf wartet ihr noch? Wieder ganz oder gar nicht. Du kannst nicht verdammt nochmal gesund werden in einem kranken Körper. Und die Zunahme ist so wichtig dabei. Und ganz ehrlich, deine Familie, deine Freunde, alle lieben dich doch, weil du einfach so bist, wie du bist. Und nicht wegen deinem Aussehen, wegen deiner Figur, wegen deinem Körper, wegen I don't know what. Was soll das denn? Leb doch mal dein Leben. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Boah, fuck, Kim, du bist bereit. Schon so lange auf diesen Moment gewartet. Mach endlich auf. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Kim, du gibst dir jetzt einen richtig, richtig, richtig fetten Arschtritt. Und ich bin stolz auf dich. Diesen Schritt zu gehen bedeutet so viel Mut und ich weiß, dass du das schaffen kannst. Und diese Nachricht gilt für mich, für meine Familie, die ich über alles lieb habe und für die ich das auch tue vielleicht. Aber vor allen Dingen tue ich es für mich und mein Leben und meine Gesundheit und für die zukünftige Kim, die irgendwann hoffentlich aus dieser ganzen Scheiße draußen ist. Fuck, ey. Fuck. Die in 3 Jahren irgendwie in Spanien am Strand chillt, geilen Pizza vor sich und das Leben einfach genießt. Ich kämpfe für die Kim, die später mal frei sein kann, wieder lustig sein kann, die Spaß machen kann, die mit ihrem Bruder sich um 3 Uhr nachts Piccolinis reinschaufeln kann. Ich möchte wieder die Schwester sein, die am Weihnachtsmarkt auch mal ein Crepe essen kann, bei McDonald's auch mal sagt, ja, ja Mann, Leon, bring mir was mit. Ich möchte vor allen Dingen die Tochter sein, auf die meine Eltern stolz sein können, die nicht anderen Freunden erzählen, dass ihre Tochter essgestört ist, dass sie gerade schon wieder in der Klinik ist, über die Feiertage mal nach Hause kommt. Oh, diese Essstörung macht mich einfach kaputt. Ich wünsche mir so sehr ein Leben ohne diese Krankheit, weil das ist kein Leben mehr. Ich habe mich schon lange dafür entschieden, zu recoveren und den ganzen Scheiß hinter mir zu lassen, aber irgendwie hat mir immer so ein Bruchteil gefehlt, der wirklich sagt, Kim, krieg deinen scheiß Arsch hoch und mach's einfach. Was hält dich noch hier in der Vergangenheit? Was hält dich an dieser fucking Krankheit? Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und ich werde dieses Video jetzt auch einfach posten. Was für eine scheiß Videoqualität das ist. Egal, wie die Audio sich anhört. Was für Leute draußen kommen, mich judgen werden. Die Leute, die wirklich interessiert sind, wie es in meiner Recovery weitergeht, die vielleicht auch selber damit zu strugglen haben, ob sie jetzt diesen Schritt gehen oder nicht, die vielleicht an demselben Punkt stehen wie ich. Fühlt euch alle umarmt. Bin ganz, ganz stolz auf euch. Wenn du dich entscheidest, mit mir diesen Weg zu gehen, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Einen Daumen nach oben. Weiß ich Bescheid, dass vielleicht mehr Leute was sehen wollen von mir und wir diesen Weg vielleicht gemeinsam gehen werden. Ich bin stolz auf alles, was schon hinter mir liegt, was ich schon geschafft habe. Aber ich bin mehr als motiviert, jetzt wirklich Vollgas zu geben, scheiß Krankheit endlich loszulassen. Du schaffst das, Kim. In diesem Sinne, Friends, meine All-In-Recovery startet. Wenn du mich auf meinem Weg verfolgen willst, dann folg mir doch gerne auf Instagram. Schreib mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr für Videos sehen möchtet von mir. Feel Food Challenges sind es, ob es, dass andere Leute entscheiden, was ich esse. Ich vielleicht mal esse wie in meiner Kindheit. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video war nicht als zu cringe. Ich würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Tschüss!